Oh, cool, okay. Ist ja dann wir hier oben lang. Bleibt stehen! Allein schon leck mir doch die Klöten hier, du kleine Pissnudel. Am Arsch, ey. Ist doch scheißegal, wenn er mich entdeckt hat, ey. Bis er irgendwas gesagt hat, habe ich ihm schon längst eine Klinge in den Hals geschoben. Also ein Schwert. Na ich? So. Und das Ganze nochmal. Franzosen abziehen zu lassen, verzögere nur den unausweichlichen Konflikt, in welchem ihr derzeit die Oberhand hätte. Das mag ja sogar stimmen. So werde ich es zugeben. Dennoch, sieht er nicht, wie töricht das ist? Es behagt mir sicherlich auch nicht. Weit weg von der Heimat und der Partei. Und ich fürchte, Bruder Blutwurst macht ihn leichtsinnig. Bringt seine Männer in Gefahr. Ich möchte keiner Mutter oder Witwe die Todesnachricht bringen, nur weil Bosok sich etwas beweisen musste. Alter, wer war das? Oh, so ein kleiner Pisser hier. So. Alter, wie mich sowas immer aufregt, ne? Ich hasse das. Ah, naja. Ich bin unsichtbar. Das mag ja sogar stimmen. So ungern ich es zugebe. Dennoch sieht er nicht, wie töricht das ist? Es behagt mir sicherlich auch. Weit weg von der Heimat und ihre Truppen verteilt. Und ich fürchte, Bruder Blutwurst macht ihn leichtsinnig. Bringt seine Männer in Gefahr. Ich möchte keiner Mutter oder Witwe. Wieso ist das so gedämpft jetzt hier? Bulldog sich etwas beweisen musste. Wo ist der General jetzt? Er sammelt die Truppen. Und dann zieht er nach Fortuquet von mir. Ja, hoch. Hoch! Was soll denn das jetzt? Was soll denn die Scheißnummer? Warum klettert der denn da wieder runter? Will der mich irgendwie hier verarschen? Ich glaube, der will mich absichtlich aggressiv machen hier. Alter, nochmal den ganzen Spaß hier. Oh, Junge, Junge, Junge. Meine... Ja, ich guck da einfach mal raus. Das ist mir jetzt sowas von Latte gerade. So, Spacken. Die Oberhand hätte. Das mag ja sogar stimmen, so ungern ich es zugebe. Dennoch sieht er nicht, wie töricht das ist? Es mag mir sicherlich auch nicht. Weit weg von der Heimat und der Truppen verteilt. Und ich fürchte, Brothers Blutdurst macht ihn leicht. So. Jetzt aber. Ist scheißegal, wenn ich dann keine volle Synchronisation habe. Den Wichser wollte ich einfach töten. Und dann zieht in der Portokäfer. Ach komm. Bleib stehen, ich will dich sprechen. Ja. Zu mir. Oh ja, entdeckt worden. Alter, der ist sowas von tot einfach nur. Es ist scheißegal, wenn mich die Pissnelke da entdeckt hat. Alter, wie mich das gerade aufregt. Nein. Oh, ich hab schon wieder so einen Hals. Ja, ja, sehen nach Ärger aus. Ups. Ja, ich stehe einfach auf.
So? Pisser, ey. Yay, das starte ich nochmal neu. Darauf habe ich jetzt gerade keinen Nerv. Ich will versuchen, volle Synchronisation zu bekommen. Und außerdem wollte ich die beiden Pisser sowieso mal töten, weil die mir auf den Senkel gehen. Ganze Zeit lang muss ich mir den Scheiß von denen anhören. Das mag ja sogar stimmen. Dennoch sieht er nicht, wie töricht das ist. Es mag mir sicherlich aus. Er ist weg von der Heimat und wird Truppen verteilt. Und ich fürchte, Braddocks Blutdurst macht ihn leichtsinnig. Bringt seine Männer in Gefahr. Ich möchte keiner Mutter oder Witwe die Todesnachricht bringen, nur weil Bulldog sich etwas beweisen musste. Wo ist der General jetzt? Er sammelt die Truppen. Und dann zieht er nach Fort Duquesne von mir. Letztendlich. Der Marsch nach Norden wird laufen. So. Diese Karte wird sicher nützlich sein. Ich muss sie finden. Was macht der denn da die ganze Zeit? Scheiße, da komme ich gar nicht raus. Och, komm schon, du... Ah, jetzt darf ich mir die ganze Piss hier nochmal anhören, ey. Alter, ich krieg so... Oh, ich krieg hier schon wieder Anfälle, ey. Ja, geh da dran vorbei. So, los. Warum George? Ist das George Washington der eine schon? Oder was? In welchem er derzeit die Oberhand hätte. Das mag ja sogar stimmen. So ungern ich es zugebe. George Washington, Animus-Datenbank. Hier ist ein Name, den selbst du kennen solltest. George Washington, Anführer der Armee, während der amerikanischen Revolution und der erste Präsident der Vereinigten Staaten. Fast hätte ich gesagt, dass du wahrscheinlich alles weißt, was ich dir erzählen will, aber ich wollte nicht lügen. Du weißt, dass viele Sachen nach George Washington benannt wurden und alles, was du sonst in der Schule gelernt hast, hast du vergessen, weil du dachtest, du würdest es im wirklichen Leben nie brauchen. Du solltest deine Geschichtslehrerin anrufen und ihr sagen, dass sie schon immer recht hatte. George Washington war der Sohn eines Plantagenbesitzers aus Virginia. Er erhielt wenig Schulbildung, aber er war ehrgeizig und unterrichtete sich selbst, meist aus Büchern. Washington stieg früh ins Geschäft ein und begann mit 18 Jahren auf Land zu spekulieren. Als er 20 war, starb sein älterer Bruder. Damit wurde er zum Erben der Familienplantage in Mount Vernon. Dort lebte er bis zu seinem Tod und dort kann man noch heute sein Grab besuchen. Washington trat während des Siebenjährigen Krieges dem Militär bei. Er führte 1754 eine Expedition nach Fort Duquesne an. Ich hab vergessen, wie das heißt. Ein Ziel, das er nie erreichte, da er sich bei Fort Necessity ergab. Im nächsten Jahr ging Washington wieder nach Fort Duquesne. Ja, diesmal als Führer für Edward Braddock, in dessen Expedition, die unter keinem guten Stern stand. Washington ging als Freiwilliger und hoffte, dass seine Arbeit für Braddock ihm zu einer militärischen Beförderung verhelfen würde. Oh Gott. Obwohl der Kampf in einer Niederlage endete, verdiente sich Washington Punkte für die Organisation des Rückzuges und wurde später in diesem Jahr zum Colonel in der Miliz von Virginia. Washington hatte die Miliz komplett umgewandelt und hoffte, dass sie unter seiner Führung und Ausbildung von der britischen Armee akzeptiert würde.
Das geschah nie. 1758 gab Washington seinen Posten auf. Ich will nicht sagen, dass die Demütigung zu seiner Verachtung der Briten führte, aber geholfen hat es auch nicht. In den späten 1760er Jahren war Washington im politischen Leben aktiv geworden und spielte eine Rolle bei der Bürgerversammlung von Virginia. Danach wurde er Mitglied des Kontinentalkongresses. Und als der Krieg 1775 ausbrach, wurde er vom Kongress zum Anführer der Armee erkoren. Damals sagte Washington: "Ich fühle mich des Kommandos nicht gewachsen, mit dem ich geehrt wurde. Ich bin sicher, dass dies das Vertrauen derjenigen stärkte, die es so hörten." Stell dir vor, du sitzt in einem Flugzeug und der Pilot beginnt so seine Ansage. Vielleicht war Washington nur unnötig bescheiden, aber Tatsache ist, er war ein militärisches Genie und das wusste er, obwohl ich sicher bin, dass deine amerikanische Ehre verletzt sein wird, wenn ich sage, dass er nicht perfekt war. Einige Schlachten endeten sehr knapp für Washington, Schlachten, bei denen er die Armee leicht hätte ausradiert werden können, unter anderem in Manhattan und Brandywine. Washington errang einen frühen Sieg, als er die Belagerung Bostons aufbrach. Aber dann traf er die katastrophale Entscheidung, New York zu befestigen. Eine Stadt, die er ohne Marine, die er nicht hatte, nicht verteidigen konnte. Selbst du kannst dir das denken. Er verbrachte die spätere Hälfte des Jahres 1776 damit, sich über New York und New Jersey zurückzuziehen. Verlor Kampf und Kampf bis Weihnachten, als er einen erfolgreichen Überraschungsangriff auf die hessischen Söldnertruppen in Trenton unternahm. Und obwohl die Schlacht für einige berühmte Gemälde Pate stand und sie das schwankende Vertrauen der Bevölkerung festigte, war dies nur ein kleiner Sieg im Krieg. Ah, das ist also George Washington, den wir da gerade haben. Der eine. Linke. In Blau. Interessant. Nur weil Bulldog sich etwas beweisen musste. Wo ist der General jetzt? Er sammelt die Truppen. Und dann zieht er nach Fort Duquesne, vermute ich. Letztendlich. Der Marsch nach Norden wird dauern. Eine Abschrift der Pläne liegt im Kommandofeld, falls ihr sie sehen möchtet. Wenigstens wird es bald zu Ende. Ich weiß. Diese Karte wird sicher nützlich sein. Ich muss sie finden. So. Scheiße. Oh, komm schon! Willst du mich irgendwie verarschen? Stehlen. Meins. Ja, bin ich. Ach, die... Oh, verdammt. Oh, was macht der denn da? Jawohl, ja. So muss das sein. Sehr gut. So, Kanone sabotieren. Achso, muss man gedrückt halten. Egal, scheiß auf volle Synchronisation. Ah, George Washington umbringen wäre, glaube ich, nicht so gut, was? Sofort zurück. So, du Pissnelke. Oh ja, lauf da. Lauf. Ja, genau. Komm zurück, du Hosenlatz. Hosenlatz? Was war das? Schieb ab. Ah, wer ist der Nächste? Achso, ihr beide. Oh, George Washington umbringen. Ich glaube nicht, dass das so gut ist. Ich habe George Washington umgebracht. Juhu! Klasse, das lief ja mal wieder grandios. Besser hätte es gar nicht laufen können. Ich muss mir jetzt nochmal diese...